Der spitze Winkel geht dann nach rechts. Super. Ich kann gar nicht mitgehen, weil du jetzt da stehen bleibst. Und ich weiß nicht, in welche Richtung du filmst. Kommt eh wieder zurück. Ja. Ich sage, das ist ein bisschen eng geraten. Aber für Titus doch kein Problem. Der war etwas irritiert, glaube ich. Der Einstieg nicht so deutlich gesehen. Was einfach nicht beruhigt, weil ich beim fetten Ding so durcheinander gekommen bin. Ich denke, egal, Titus findet alles. Was fressen die da jetzt? Hühnerflügel. Nicht die, der. Er ist nur beide. Einer. Beide. Nee, ach, du frisst keinen. Gonzo hatte vorhin auch. Das ja. Aber die sind ja wie so ein Stick irgendwie, ne? Hühnerflügel, einfache Hühnerflügel. Ruhe Hühnerflügel. Nix Stick. So viele kleine Knöschen drin, dass das so knackt? Ja. Wie viele Knochen hast du denn im Arm? Hä? Naja, sehe ich aus wie Flügel. Ich soll jetzt heute wieder durchschneiden, ne? Bis minus 10 Grad haben wir wieder zu erwarten. Die nächsten beiden Winkel liegen recht dicht beieinander. Fällt mir gerade wieder ein. Glaube ich zumindest, dass die nächsten beiden sind. Du hattest gesagt, ich soll ruhig dann nach dem Winkel nochmal einen Winkel machen. Pferd ist viel anstrengend, das merkt man. Anders als sonst, er macht es nicht so mit Leichtigkeit. Er muss sich etwas mehr Mühe geben. Ich bin irgendwann schräg gegangen, ja. Ich weiß auch nicht mehr, ob es noch ein Winkel kommt oder ob es gleich Ende ist oder irgendwas, aber das wirst du dann ja feststellen. Blau, oder? Ja. Ja, drei Stück hast du ja auch schon. Ja, genau.
Daran merkt man zum Beispiel, dass es für ihn anstrengend ist. Sonst nimmt er die Leckerchen nicht auf. Und weil er die Leckerchen nicht aufnimmt? Er nimmt sie auf. Ach so. Also jetzt, ich habe es ja reingebohrt in den Boden. Da hat es jetzt die Mühe gegeben, es rauszuholen. Das macht er sonst nicht. Das macht er nur, wenn es anstrengend ist für ihn. Ne? Wenn es ihm leicht fällt, bei leichten Pferden nimmt er keine Leckerchen auf. Da rennt er so drüber weg. Also meine haben immer Leckerchen genommen. In der Prüfung wurde er dann umso schneller, wenn er dann keine gefunden hat.